Die Gleichschaltung der Medien funktioniert in unserem Land fantastisch. Es wird von höchster politischer Seite in Berlin auch regelmäßig im Bundeskanzleramt eingenordet. Das heißt, die Chefredakteure werden auf Kurs gebracht und geben das weiter an ihre Journalisten und Redakteure und dementsprechend gleichgeschaltet sind die Medien. Das Verwunderliche daran ist, dass viele Menschen im Land das offenbar immer noch nicht bemerkt haben, dass zwischen Wahrheit und Berichterstattung eine große Kluft herrscht, die leider zu fast allen Themen, ob es gesellschaftspolitische oder auch finanzpolitische Themen angeht, immer gleich ausfällt. Und ich habe längst alle Tageszeitungen abbestellt. Ich informiere mich bei den alternativen Medien. Und das kann jeder im Internet auch tun, der die Wahrheit erfahren möchte. Es genügt sicher nicht, heute Meldungen in der Zeitung zu lesen oder in den Nachrichtensendungen zu sehen und sich dann eine Meinung zu bilden, sondern gerade wenn wir über die Rettungsmaßnahmen, die sogenannten des Euro sprechen, die natürlich alles andere als Rettungsmaßnahmen sind, oder eben auch über die familienpolitischen Themen wie Gender Mainstreaming und die Zerstörung der Familie, dann ist es fast Bürgerpflicht, selbst zu schauen. Wir sind heute praktisch alle in der glücklichen Lage, wie ein Journalist zu arbeiten, indem wir uns ins Internet begeben. Wer das tut, kommt relativ schnell auf die alternativen Medien und auch Journalisten. Und weiß auch, welche Organe für welche Themen ganz gut sind. Es gibt viele im Internet, die auch öffentlich-rechtliche Nachrichtensendungen in Kritik ziehen und die Fehler aufweisen. Es ist in den letzten Monaten viel gezeigt worden darüber, dass Bilder aus Syrien gefaked werden, damit eine Kriegsberichterstattung, eine Propagandaberichterstattung zutage treten kann, aber wenn man prüft, dann liegt der Fall oftmals wieder ganz anders. Also es das heißt, wir haben heute die Pflicht, selbst zu prüfen, selbst nachzuhaken und selbst nachzufragen und um Himmels Willen bloß nicht alles zu glauben, was uns die sogenannten Massenmedien erzählen. Ich will es etwas ausführlicher machen und auf die Breite der Probleme hinweisen, die uns in den Mainstream-Medien begegnen und die Breite der und die, das Ausmaß der Größenordnung, was die, ja, ich sag mal, Unwahrheit, um es höflich zu sagen, betrifft, der man dort begegnet. Ich möchte beginnen mit einem alten Zitat, was uns aber weiterführt und deutlich macht, worum es an sich bei der ganzen Thematik geht. Die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden, ist ein alter Satz, der über 150 Jahre alt ist, von Karl Marx stammt und an seiner Richtigkeit bis zum heutigen Tag nichts verloren hat. Man müsste einfach heute vielleicht eher sagen, die herrschende Berichterstattung ist die Berichterstattung der Herrschenden. Und damit wird auch deutlich, worum es bei diesem ganzen Spiel geht. Es geht um die Deutungshoheit, es geht um unsere Köpfe bei dieser Thematik. Es geht darum, dass wir das, was uns ein System vorlebt und vorexerziert an Inhalten und vorpredigt an Inhalten, dass wir diese Inhalte gedankenlos so akzeptieren. Und dafür gibt es eben, da komme ich, gehe ich im Detail drauf ein, eine interessante Koalition zwischen Politik, zwischen Medien, aber auch zwischen Wirtschaft und Justiz. Diese vier Spieler in diesem Spiel sorgen dafür, dass das, was wir zu denken haben, auch in den richtigen Bahnen läuft. Ich will mit einem Zitat, was das, was den Journalismus betrifft, beginnen, mit einem längeren Zitat und ein Zitat, aus dem deutlich wird, wie ein Journalist selber sein eigenes Tun einschätzt. Bis zum heutigen Tag, so heißt es dort, gibt es so etwas wie eine unabhängige Presse in der Weltgeschichte nicht. Ich werde jede Woche dafür bezahlt, meine ehrliche Meinung aus der Zeitung herauszuhalten, bei der ich angestellt bin. Wenn ich meine ehrliche Meinung in einer Ausgabe meiner Zeitung veröffentlichen würde, wäre ich meine Stellung innerhalb von 24 Stunden los.
Es ist das Geschäft des Journalismus, die Wahrheit zu zerstören, unumwunden zu lügen, zu pervertieren, zu verleumden, die Füße des Mammons zu lecken und das Land zu verkaufen für ihr täglich Brot. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen der reichen Männer hinter der Szene. Wir sind intellektuelle Prostituierte. Dieses Zitat stammt von John Swinton, den muss man nicht kennen. Er war Chefredakteur der New York Times und hat diesen Satz 1880 anlässlich der Feier zu seiner Verabschiedung formuliert. Wichtig ist, dass es die Feier seiner Verabschiedung war. Vorher hat er genau das gemacht, worum es bei diesem Thema ging. Wir haben inzwischen etwa 800 Studien, die klipp und klar im Detail belegen, dass das, was uns das IPCC, der Weltklimarat, zu dem CO2, dem anthropogenen, vom Menschen verursachten CO2 erzählt, Unsinn ist. Schlicht und ergreifend wissenschaftlicher Unsinn ist und dass es hier wieder mal um ein Billionengeschäft geht. Aber diese Dinge werden nicht publiziert, diese Dinge werden nicht veröffentlicht. Und es sind dann so Zufälle wie dieses Gate, was es da gegeben hat im Zusammenhang mit gehackten Informationen, gehackten E-Mails, dass so etwas eben ans Tageslicht kommt. Die Proteste kamen eben wieder nicht von den offiziellen Medien, sondern kamen eben aus der alternativen Szene. Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Mhm. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Ja, schau. Komplett deprimierend. Ja, das war so ein Gag am Rande. Ich meine, was dem Herrn Seehofer da rausrutscht, ist die Bankrotterklärung des politischen Systems, in dem er eine Figur ist. Und die Antwort, die dann kommt, das ist ja komplett deprimierend. Deprimierend ist der Journalist oder in dem Fall der Comedy-Mensch. Er kann das Ganze nur auf so eine nette, charmante Klamauk-Geschichte schieben und damit ist das Thema verpufft und erledigt. An sich haben wir hier gerade gehört, dass die Leute, die in diesem Land entscheiden, nicht gewählt sind und die, die gewählt sind, nichts zu entscheiden haben. Klarer kann man eine solche Bankrotterklärung eines solchen Systems nicht mehr formulieren. So, wo sind die Alternativen? Was ist das, wo man informationsmäßig rauskommen könnte? All diese Fundstücke, die ich hier gebracht habe, sind Fundstücke, die im Internet zu finden sind. Bei all den Problemen ist das die Alternative, vor dem das System in der Tat gewaltig Angst hat. Das Internet ist zum der wichtigsten Speerspitze geistiger Freiheit geworden und insofern ist das bei aller negativen und aller kritischen Würdigung dessen, was bei uns im Mainstream abgeht, eben der positive Ausblick. Wir haben unterschiedliche Internetseiten, die sich mit Informationen befassen. Ich kann die nicht alle aufzählen. Seiten, die inzwischen alles abgehängt haben, was an sonstigen Medien inklusive Bild-Zeitung agiert. Das heißt, wir haben hier in der Tat Seiten, die dazu beitragen, dass eine Informationsfreiheit stattfindet. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, und das wäre dann der Abschluss und noch der letzte Clip, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass wir in einem System inzwischen angekommen sind. Ich habe das bei Lissabon angesprochen, ich habe es aber auch, letztendlich hat es Seehofer deutlich gemacht, indem man den Eindruck haben muss, dass das, was die Politiker tun, demnächst gegebenenfalls strafrechtlich mal unter dem Strafgesetzbuch Paragraphen 81 Hochverrat. Da sind wir inzwischen angekommen, wenn man sich ansieht, was hier an Rechten, an Möglichkeiten, auch an echter politischer Gewalt nach Brüssel verschoben wird. Und das ist etwas, was passiert, ohne dass der Bürger gefragt wird. Letzter Clip bitte. Und auch dezidiert so angekündigt wird. Insofern ist der letzte auch nochmal sehr bedeutsam und bemerkenswert. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Ist eigentlich ganz deutlich. Es ist völlig wurscht, was wir denken. Es ist völlig wurscht, was wir meinen.
diese Politik wird von dieser Politikerin so weitergemacht. Und das ist etwas, was mit Demokratie, das was mit Volksherrschaft, wie immer man das kritisch sehen kann und auch kritisch sehen muss, nicht das Geringste mehr zu tun hat, mit dem Volkswillen nichts zu tun hat. Hier betreibt jemand seine persönliche Privatpolitik und seine persönliche Ideologie. Diese Frau hat jegliche Haftung zu dem, von dem sie erklärt, sie sei gewählt worden, von dem Souverän verloren und erklärt das auch noch in einer Show im deutschen Fernsehen, in die sie sich selbst hineinbestellt hat und Herrn Jauch dazu dem Kasper gemacht hat, der dann ein paar pseudokritische Fragen stellen durfte und eine PR-Show abgegeben hat. Nimm das Recht weg. Was ist ein Staat dann noch anders als eine große Räuberbande? Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ein Zitat von Brecht, das wir immer häufiger hören und das wir mit immer größerer Berechtigung auch formulieren und ansetzen können. Und das Internet ist dazu eine ganz wichtige geistige, eine ganz wichtige informative Waffe. Und deswegen, wer immer noch hier im Saal Spiegel, Stern, Fokus, Welt oder Ähnliches abonniert hat, einfach kündigen. Das Geld kann man sinnvoller anlegen. Und da kann man eine ganze Menge Positives tun. Und ich möchte schließen mit einem Zitat, einem ganz alten Zitat von Theodor Körner. Noch sitzt ihr da oben, ihr feigen Gesellen, vom Feinde bezahlt, doch dem Volke zum Spott. Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten, dann richte das Volk, dann gnade euch Gott. Vielen Dank.